Clinton kann nach langer Zeit wieder empfangen werden. Hörer nennen das neue Programm eher was für Durchgeknallte. Weitere Nachrichten bringen wir zur vollen Stunde. Haben Sie schon mal Ich liebe dich gesagt? Zurück. Danke. Obwohl es nicht ganz stimmte. Ach, da ist er doch. Ich kann ihn doch sogar lesen. Lügen ist Sünde. Egal. It's a sin to do the lie. So, ja, wir haben eine Kopfverkupplung. Das ist echt klasse. Sichtverhältnisse sind ja so schon schlecht genug gewesen. Ich hoffe, da kommt nicht mehr viel an Gegnern. Ich sollte auch noch mal ein paar Stimpaks fressen. Hey, ist noch einer. Ich bring dich um. Du bringst mich um. Wow, habt ihr den Charge gesehen? Wie so ein Zealot. Für die Bruderschaft. So, der ist auch hinüber. Ja, sie mit dem 9er Eisen, so dass er sich in seinem eigenen Blut sieht. Und ich mit dem Superhammer, ist klar. Eine Mai-Tour kannte ich bis dato auch nicht. Auf einer Mai-Tour geht man eigentlich den ganzen Tag durch die Gegend und an irgendein Ziel und dann besäuft man sich da echt krass. Vor allem war das so mit ganz vielen Punks und so. War überhaupt nicht so das, was ich kannte, so auch vom Umgang her. Aber waren eine Menge nette, gesellige Leute dabei. Schön viele kennengelernt, alle nett. Ich saß quasi gestern unter 5 Millionen Punkern, circa. War nicht alle. Ja, 10% Punker von 5 Millionen Leuten ist immer noch eine Menge. Wow, 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 Raketenwerfer. Was ist denn jetzt hier los? Hilfsmittel. Super Stimpak, Stimpak. Ja, toll, natürlich bin ich wieder mit dem Debuff jetzt hier drin. Und da fliegt gerade eine Rakete frontal mir in die Fresse rein. Habe ich Buff-Out dabei. Nein, aber aufbereitetes Wasser, immerhin. Toll. Großhornfleisch. Gibt mir leider kein Stärke plus 1, aber wir können eine Menge davon essen und versuchen jetzt auszuweichen. Oder auch nicht. Was habt ihr alle mit meinen Ohren, echt? Ich ändere die Hartfarbe nicht, weil mir die Hartfarbe so genau gefällt, wie sie ist. Orange. Also, ich weiß nicht, weswegen ich die ändern sollte. Jede andere Hartfarbe sieht in voller total behindert aus, finde ich. Über welche Art von Mutanten willst du heute sprechen, beste Freundin Tabitha? Ich dachte mir, dass ich... Ja, ich habe schon gemerkt, ich hätte mehr Quicksaven sollen. Generation, sage Rhonda. Oho, was kannst du uns über sie erzählen? Was wir die erste Generation der Supermutanten... So, und auf der Mai-Tour gestern, ich glaube, wir sind 6 Kilometer gelaufen und... Wie alles, an dem der Meister... Lässt du mich ausreden? Wir sind circa 6 Kilometer gelaufen. Lass mich doch ausreden. Und wir sind dann auch zu Fuß nach Hause gelaufen. Das waren dann nochmal 2 Kilometer. Da hast du deine 8 Kilometer. Und ja, so viel habe ich nicht getrunken, wie man, glaube ich, auf einer Mai-Tour trinkt. Also die anderen schienen mehr gesoffen zu haben. Da waren auch schön viele Prügeleien zwischendurch, Live-Unterhaltung quasi. Aber ging nichts schlimm aus, so wie ich das gesehen habe. Nicht? Leider nicht. Warum sollte jemand auf die Sicherheit gemein. Die man in Utopie findet, wow, wer schreibt mich hier an? Ja, warum so. Nur, Rhonda? Jetzt gibt es keinen einzigen Erstgenerationsler mehr in Utopie. Ja, ich fand auch 6 bis 8 Kilometer sind nicht so viel. Ja, Radio aus, mache ich. Machen wir mit etwas Musik weiter. Nein, wir machen nicht mit Musik weiter. So, wir hauen die mal ein bisschen konzentriert jetzt über den Haufen hier. Mit Kampfmusik. Weil ich mit Kampfmusik am besten knüppeln kann. Lucy zockt gerade nicht, nein. Wow. Hat er mich gerade Idiot genannt, weil ich ihn getötet habe? Schlechter Verlierer. Sehr schlechter Verlierer. Wir können schon mal ein bisschen groß... Hast du dich gerade mit dem Kopf auf die Eisenstange geschmettert? Oh Mann. Ist das schlimm? Geht? Okay. Wenigstens nichts passiert. Ja, die Kissen sind weg, ne? Hol dir doch die Kissen wieder runter. So, die noch eben umknüppeln. Also ich würde sagen, die ganzen Nahkämpfer und so sind nicht das Problem. Der Typ mit dem Raketenwerfer hat mir eben oben ziemlich angeheizt.
Natürlich bin ich überladen. Hast du gut gemacht, Veronica. Ich bin stolz auf dich. Ausnahmsweise. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen. Richtig, oder? Du kannst das ganze Zeug schleppen. Oh Gott, wie viel habe ich denn bei mir? Ihr hört schon. Man könnte meinen, ich werde abgeworfen werden, aber nein. Tatsächlich wird nicht auf mich gezielt. Ja, Fiaf, du sollst zurück ins Haus. Ich habe da kein Haus gesehen, aber ich kann da gleich nochmal hin. Da oben steht tatsächlich jemand mit einem dicken, fetten Raketenwerfer. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zurück zur Blechhütte. Ist ja kein Ding. Vor allem, ich mache das gleich. Wir müssen ja eh erstmal auf den Berg hoch und dann wieder runter. Obwohl, wir gehen wahrscheinlich mit Schnellreise da weg. Wir gehen doch erst da lang. Was machst du da? Ah. Wo kommen die jetzt wieder her? Ich war doch gerade erst hier. Wo kommen jetzt wieder Mutanten her? Und wieso sind die so übertrieben stark? Okay, ich weiß nicht, was da jetzt los war. Erstmal zurück. Erstmal ein Stimpack. Hey, ja, wir schnappen uns, also die schnappt sich den mit ihrem 9er Eisen. Ich schnapp mir den da, weil ich habe das Gefühl, der hat den Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Jagdgewehr war oder sonst was, und der macht auch guten Schaden, glaube ich. So, haben wir nochmal krass drauf. So, ich glaube, hinter mir verprügelt mich auch die ganze Zeit einer. So, ja, wir sind fast tot. Veronica, übernimm mal bitte. Veronica ist irgendwie zu faul und zu dumm, irgendwas richtig zu machen. Ich glaube, wir haben bis jetzt bis auf einen jeden Gegner hier getötet. Da kam der Schaden her. Jagdgewehr, das erklärt's. So, wir sollen in die Hütte hier zurück, glaube ich. Wo kommt das her? Wo kommt das her, bitte? Da hinten steht jemand, oder? Nein, da auf einmal. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Mutanten immer her spawnen. Ist total zum Kotzen, dass die aus dem Nichts immer kommen. Ja, wenn Veronica vorgeht, ist das Ganze natürlich einfacher. Die fängt den ganzen Schaden ab. Die hat ja ihre super Bruderschaftsrüstung und wir haben gar nichts. So. Ne, das wird so nix. Also frontal gegen zwei Sturmgewehre wird nix. Gehen wir nochmal zurück. Räumen wir nochmal hinter uns auf. Oder versuchen es auf jeden Fall. Ja, Captain Charisma, ich habe auch gerade gedacht, ich muss mehr Quicksaven. Aber ich spiele jetzt ein bisschen mehr mit Taktik und verstecke mich halt hinter Gegenständen, solange ich halt die Nahkämpfer noch hier habe. Seht zu, dass die Nahkämpfer niedergeknüppelt werden und hau dann auf die Großen drauf. So, der noch. Währenddessen nehme ich schon mal weiter Stimpacks. So, ein bisschen in Deckung bleiben. Ein bisschen weiter heilen. Okay, das wird so nix. Hier ist bessere Deckung. Und da hinten stand jemand mit einer Gatling Gun. Sah auf jeden Fall aus wie eine Gatling Gun. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist der Typ hin? Den schnapp ich mir. Ne, der ist weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Bitte darum. So, ja, den hat's auch weggezwiebelt. Einer müsste noch sein. Ich glaube, Veronica geht's nicht mehr so gut. Doch, ihr geht's gut, obwohl sie rumstöhnt, als hätte sie sonst was gerade mit erlebt. Wer weiß, vielleicht hat sie irgendwie eine Befriedigungsrüstung, weiß ich nicht. So, genau, die mit den Sturmkarabinern. Danke sehr. Service. So. Einer war hier noch. Einer lag hier vorne irgendwo. Ich finde den aber unmöglich. Da, nee, das war er. Nee, das sind alles Vorschlaghammer. Ich glaube, die können wir nicht gebrauchen.
So, und hier sollen jetzt überall Kronkorken liegen. Ich sehe hier noch keine. Wahrscheinlich ist hier eine Kiste, wo... Durchschnittlich verschlossen. Lasst mich raten, die kann ich nicht knacken und deswegen bin ich jetzt zurückgelaufen. Truhe, 300 Korken, okay. Da liegen viele Korken drin, ja, garantiert. Ich glaube, wenn ich eine der gelooteten Waffen verkaufe, habe ich davon mehr. So, ein erneuter Versuch. Oben links stand was. Da stand irgendwas mit vertrauensvollen Vault 13. Ich weiß aber nicht, was damit gemeint war. Ich habe es nicht richtig lesen können. Naja, wir versuchen uns mal ein bisschen anders an den Rand zu machen hier. Und zwar... Oh, 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 oh. Ah, er lädt gerade erst nach. Er lädt gerade erst nach. Wupp, zack, da bin ich weg. Jetzt gleich springe ich dem ins Gesicht und da wird er doch wohl nicht den Raketenwerfer abfeuern. Ha, Nachtvolt-Heckenschütze, nicht mit mir. Annabelle. Ein Raketenwerfer mit einem schicken Namen, das wird ja mal besser hier. So, wir gucken mal Veronica zu und hoffen, dass ihr es hinkriegt. Denn ich bin überladen. Veronica, was hältst du von Angreifen? Was sind das denn? Funksender, Steuerkonsolen. Ich lasse sie mal in Ruhe, solange ich nicht weiß, was sie machen. Haben Sie was Feines für mich? Ich habe was Feines für dich, aber ich gebe dir keine Munition, weil ich dann weiß, was du damit machen wirst. Hier, nimm mal Annabelle ein wenig. Ja, haben wir einen krassen... Vault 13 ist vom Doc Mitchell, oder wie der heißt. Okay. Trotzdem, was stand da eben oben links? Ne, Vault 13, ist das wirklich die aus dem ersten Teil? War das nicht Vault 81 oder so? Die aus dem ersten? Vault 80, 81, 88? Keine Ahnung. Die mit ihren ganzen Jagdgewehren. Vault 101, genau, das war die aus dem Protagonisten. Ah, Fallout 1. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Sehr schwer. Cool. Erfordert Schlüssel. Cool. Lagerhaus. Schatzjagd. Wollen wir mal reingucken? An denjenigen, den es betrifft, dich. Bei der letzten Plündertour kam ganz nett was zusammen und im Gegensatz zum letzten Mal will ich diesmal keinen Ärger. Also ist es nur logisch, dass ich alles in diesem Raum versteckt habe. Wenn du das lesen kannst, hast du meine Erlaubnis, jeden Gegenstand zu benutzen, den du findest. Das habe ich versteckt. Ein Raketenwerfer, drei Raketen, ein Super Stimpack. Ihr wollt nicht echt eine Schnitzeljagd hier drin machen. Ich lasse mich natürlich auch noch drauf ein. Man möchte meinen zu sagen, ich bin ja nicht blöd, aber irgendwie komme ich mir gerade so vor. Krass. Wo soll denn hier bitte ein Raketenwerfer versteckt sein, außer in den Kisten? Nirgendwo. Kernspaltungsbatterie, Metallkiste mit starken Zigaretten. Erfordert Schlüssel. Okay, das ist groß, das Ding. Gartenzwerg, Gartenzwerg, Gartenzwerg. Verdammte Gartenzwerge! Ich hasse die Dinger. Fast. Oh. Oh, es geht einfach nicht. Das Clipping ist zu behindert. Ne, das Clipping ist zu behindert. Das geht nicht. Black Mountain. Du musst die Eimer und die Töpfe umwerfen. Da ist das Zeug drin.